Der Hackabschuer Fantag nach der Partie gegen Waldhof Mannheim. Sammy Baker hier bei uns. Sammy, ganz starkes Spiel der Löwen. Man hat es von der ersten Minute an gesehen. Ihr habt heute richtig Bock gehabt, ihr seid draufgegangen. Ihr wolltet den Sieg heute ganz unbedingt. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns natürlich auch nach der Niederlage der Unglücklichen in Köln vorgenommen, dass wir hier jetzt alles raushauen. Und das, glaube ich, haben wir heute richtig gut gemacht. Also da hat man von der ersten Minute gemerkt, wie die Gas gegeben haben. Dementsprechend auch sind die Tore angefallen. War das auch von der Mannschaft, war das auch von euch die Reaktion? Habt ihr in der Woche vielleicht auch in der Presse verschiedene Berichte gelesen? Mini-Krise bei den Löwen, 5 Spiele hintereinander nicht gewonnen? Ja gut, also man versucht ja natürlich als Spieler das immer nichts zu beachten, was in den Medien steht und so. Ich glaube, ein bisschen im Hinterkopf war es schon, aber für uns ist es einfach wichtig, dass wir halt von Spiel zu Spiel schauen und nicht, dass wir jetzt an die letzten Spiele denken, weil können wir eh nicht mehr rückgängig machen, sondern einfach von Spiel zu Spiel, und das haben wir heute richtig gut gemacht. Sammy, Wort zum Kapitän. Der macht in 27 Minuten macht der 3 Kisten, ist schon einzigartig, oder? Ja, auf jeden Fall. Das macht natürlich super. Auch die Tore, wie schön. Sie macht sie ja nicht einfach nur reingeschoben, sondern auf einmal ein Lupfer und so, also alles dabei. Also das macht er schon sehr gut. Für dich persönlich heute natürlich auch klasse, wenn man bei einer Partie mit dabei ist, wo es gleich mal mit 5-0 so ein Durchstart ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Also für mich war es jetzt besonders gut. Ich habe jetzt ja seit 1,5 Jahren kein Spiel mehr gemacht mit dem Kreuzbiss und so, deswegen war es dann auch für mich dankbar, dass ich halt auch, dass wir schon komfortabel geführt haben und dass ich dann ohne irgendwie, also mit vollem Selbstbewusstsein rein konnte und auch noch meinen Part spielen konnte. Naja, schauen wir mal. Vielleicht sagt der Trainer ja, never change a winning team. Er spielt am Dienstag in Kaiserslautern. Was wird da wichtig sein? Die haben in Hacking verloren an diesem Spieltag. Ja, also Lautern auch ein bisschen überraschend für mich, dass sie so sich schwer tun diese Saison. Haben auch eigentlich eine sehr gute Mannschaft und in Lautern ist natürlich auch nochmal schwer. Aber wenn wir so wie heute spielen, wenn wir es genauso angehen und alles reinwerfen, dann nehmen wir da auch die 3 Punkte mit. Sammy, vielen Dank. Ihr seid in der Blitztabelle 5. Der Löwe ist sozusagen zurück. Wenn es so weitergehen würde, würde uns alle freuen. Wir sehen uns wieder beim Hackabschuer Fantalk dann nach dem letzten Spiel der Hinrunde am kommenden Freitag hier zu Hause gegen Wien Wiesbaden.